Donnerstag, 14.40 Uhr. Eine Messerstecherei in einem Wohnhaus an der Sendlinger Straße 18. Nach Polizeiangaben kam es im Treppenhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 27-jährigen Frau und einem 45-jährigen Mann. Bislang ist bekannt, dass der Mann an der Tür seiner Nachbarin geklingelt hat. Was dann genau passiert ist, das muss die Polizei nun ermitteln. Die beiden Nachbarn hätten sich nur flüchtig gekannt. Im Rahmen dieser körperlichen Auseinandersetzung ist der 45-Jährige im Bereich des Oberkörpers, hat er Stichverletzungen erlitten. Und wir haben ihn dann auch im Haus aufgefunden. Er lag im Bereich des Treppenhauses schwer verletzt, wurde auch notoperiert und ist dann letztendlich gestern Abend noch verstorben. In den vergangenen Wochen ist es in München immer wieder zu Messerattacken gekommen. Der bisher letzte Vorfall ereignete sich am 10. April, als ein Mann am Stachus erstochen wurde. In der Woche davor kam es auf der Maximilianstraße zu einem Streit zwischen zwei Großfamilien. Am 14. März gab es in Milbertshofen eine Messerstecherei, bei der ein 18-Jähriger starb. Die Polizeigewerkschaft fordert deshalb, statistisch festzuhalten, wie oft Messer als Waffe eingesetzt werden. Messer sind sehr viel einfacher zu beschaffen als zum Beispiel Schusswaffen. Die leichte Zugänglichkeit ist sicher ein Problem. Die Verfügbarkeit ermöglicht dann auch den schnellen Einsatz von Messern. Ein Zusammenhang zwischen den Messerattacken gibt es nicht. Doch mehrfach kamen die Beteiligten aus Rumänien. Innenminister Joachim Herrmann sieht dennoch keine Gefahr, dass es sich um rumänische Clans handelt. Bei der Mehrzahl Messerstechereien stellen wir auch immer mehr individuelle Gründe vor. Wir stellen nicht fest, dass die Mehrzahl dieser Delikte beispielsweise mit jetzt speziellen kriminellen Geschehen zu tun haben. Trotz Ermittlungen wegen Totschlags wurde die 27-Jährige aus der Sendlinger Straße aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Laut Staatsanwaltschaft gäbe es bislang keine Haftgründe. Die Aussagen der Frau müssen jetzt mit den Spuren abgeglichen werden.